Einen wunderschönen guten Tag und willkommen zurück zu einer neuen und weiteren Folge von Prison Architect. Wir machen heute ein bisschen weiter. Und zwar, wir haben ja in der letzten Folge da oben die neuen Einzelzellen gebaut. Und da wir jetzt hier unten so viele haben, reißen wir die jetzt hier langsam mal hier ab. Und genau, gucken mal, dass wir nur noch oben die benutzen. Dann würde ich heute gerne so ein bisschen weiterbauen, und zwar Richtung neue Insassen, beziehungsweise die Massenzellen da einfach, also die Massentierhaltung da oben so ein bisschen einschränken. Er kriegt gerade sein Essen. Wie lange sitzt du denn da noch drin? 35 Minuten, so lange können wir warten. Genau, das ist so eigentlich mein Plan, also ein bisschen umbauen nochmal und dann auch ja, erneuern. So, wir haben hier ja unseren kleinen Generator. Den würde ich dann tatsächlich nicht umbauen, aber mal ein bisschen enger einzäunen. Bedeutet, ich würde so machen. Und, nee, ich würde so machen. Also das nochmal weg. So, dann kommt hier nochmal eine Tür rein. Oh, könnten wir eigentlich dort dann reinmachen. Und zwar nur für Personal. Hier können wir dann noch einen Generator hinmachen. Dann ist der auch komplett ausgestattet. Und zwar Max-Generator. Ist das auch Max-Generator? Nee. Nee. Haben wir denn hier noch die noch eingebaut? Interessant ist das. Oder sind doch schon? Nee, das ist auch nicht die. Ja, wir sollten mal die nicht so alle abreißen, ne? So, dann gucken wir mal. Können wir das beschleunigen? Zoe, und zwar bauen wir das dahin, das und das dahin. Dann brauchen wir nur noch die obere Reihe. Ja, übersetzen oder draufbauen kann man ja leider immer noch nicht. Oder kann man nicht. Fände ich halt wirklich noch mega geil eigentlich. So, dann preisen wir die auch ab. Und machen den kompletten Satz voll. Würde ich behaupten. So, dann haben wir das. Dann würde ich hier einmal die Wände abreißen. War bis hier und dort. Ihn reißen wir auch ab. Gut. Dann haben wir hier so ein bisschen Platz geschaffen. Und jetzt würde ich einfach das ganze Stingen einmal copy-pasten. Und zwar komplett so, wie es ist. Wir setzen das so dahin. Und ja. Schauen wir mal, was passiert. Achso, was passiert auf jeden Fall? Wir werden einmal die Wasserlinie und den Strom bauen. Und zwar einmal hier lang. Einmal nach oben. Dann das einmal hier runter. Und dann werden wir die Wasserlinien eben hier noch hinzaubern. Einmal hoch, einmal runter, einmal da lang. Kann man halten wie ein Dachdecker. So. So. Ja, das dürfte jetzt eigentlich auch ein bisschen was schneller gehen, der Bau. Wir haben letztes Mal ja ein paar neue Arbeiter eingestellt. Würde eigentlich für uns bedeuten, wir kriegen das jetzt schneller hin. Was wir noch machen müssten, sobald wir wieder ein bisschen Kohle dann haben, also wir bauen ja jetzt das. Sobald wir dann ein bisschen Kohle haben, würde ich dann, wie gesagt, oben dieses Grundstück auf jeden Fall noch gerne kaufen. Ja, und dann müssen wir überlegen, was wir dann allgemein weitermachen. Also wir wollen uns ja noch vergrößern. Aber auch, ich habe ja auch schon in Aussicht gestellt, dass wir dieses Gefängnis verkaufen wollen. Und uns dann vielleicht auf andere Dinge spezialisieren. Zum Beispiel auf Schwerverbrecher, höchste Einstufungen mit Folterkammer und Hinrichtung und keine Ahnung. Also auch da kommt ja ein bisschen auf uns zu. Ne? Also aktuell, gucken wir mal, aktuell würde ich für... Das ist wenig. Für das hier knapp, ja, oder 840.000 bekommen. Und warum ich sage wenig, nee, warte mal, wir haben, glaube ich, sogar nur mit 50.000 angefangen. Die Frage ist, wann verkaufen wir? Also ich habe eigentlich immer so gesagt, so 1 Million. 1 Million wäre ganz gut.
Frage ist, machen wir es mit einer Million? Weil eine Million werden wir jetzt bald dann halt erreichen und dann würden wir halt neu anfangen und dann halt wirklich sagen, wir nehmen nur Häftlinge mit hoher Sicherheitsstufe und hier Gefangenentransfer. Ich würde sie dann halt alle nehmen. Auch würde ich mal gerne wissen, was passiert. Hier steht ja drin, warte mal, was steht hier? Es werden von Zeit zu Zeit Gefangene der höchsten Sicherheitsstufe angeboten, die gefährlicher für andere, bla bla bla. Es stand, oder so wie ich das verstanden habe, werden, sobald du damit anfängst, werden das immer mehr. So, wenn ich jetzt überlege, ich kriege hier 15.000 für so einen, wenn wir die alle im Sicherheitspakt einfach komplett unterbringen, als also wirklich mit höchster Sicherheit, also wirklich gut gebaut, könnte das wirklich was Gutes sein. Ja, müssten wir dann wirklich mal überlegen, ob wir das so machen, was machen. Weil aktuell ist es ja nicht wirklich gut geplant oder durchdacht. Ne? Also wenn ich jetzt sehe, eigentlich müssten wir für jeden Block oder für zwei Blöcke einen Dingsbums bauen. Einmal essen. Wirklich, dass das abgezählt ist. Dass wir diese Massenabfertigung hier nicht haben. Dann sollten wir überall an den Eingängen und Ausgängen einen Hund platzieren, was wir aktuell nicht machen. Dass dadurch auch ein bisschen besser läuft. Also wir haben hier wirklich noch, also das ist hier nicht perfekt gebaut. Das ist mir bewusst. Was? 67 Familien warten auf Eintritt? 67? Warum habe ich denn damit angefangen? Warum habe ich in der letzten Folge damit angefangen? 67? Junge, der kann ich ja einen Block davon bauen. Ist euch das bewusst? Gut, egal. Ja, auch da würde ich dann halt gerne ein bisschen anders bauen. Also, wenn hier schon wieder. Oh Mann, ist schon wieder. Also, ist schon wieder. Welche Kamera hat denn das aufgenommen? Hier ist doch gar keine. Ja. Ne, sowas zum Beispiel. Er wollte aber eigentlich 21 mal abgeschlossen. Verhalten. Okay. Ja. Da machst du halt nichts, ne? Da machst du halt wirklich nichts. Anwesenheit, Erfolgschance 0%. Das ist halt auch so ärgerlich. Immer wenn ich höre, ey, denke ich immer, okay, jetzt ist wieder hier Krieg. Okay, ich würde sagen, wir machen so, wie ich gesagt habe. Also, bei einer Million würden wir das Gefängnis hier verkaufen und werden dann tatsächlich mal ein bisschen was anderes versuchen. Wir haben zurzeit wirklich nur eine Rückfallquote von 19%, was ich eigentlich ganz gut finde. Und, oh, hier habe ich mich ein bisschen verbaut. Oh, hier auch. Oh, hier auch. Naja, ich tippe. Passt schon. Okay. Also die bauen gerade fleißig. Und wir sind am Überlegen, was brauchen wir denn noch? Was haben wir denn gesagt? Da wir hier oben auch am Bauen sind, wir platzieren einfach mal. Oh, wir platzieren hier gar nichts, weil wir kein Geld mehr haben. Alles gut. Hat sich erledigt. Wir bauen hier ja nichts. Das ist doch auch mal was Feines. So, die zwei LKWs werden hier gerade leer gemacht. Aber wir kriegen ja immer mal wieder ein bisschen was rein. Das finde ich eigentlich immer ganz gut. Also die Bewährungen laufen richtig, richtig gut. Also, was hier an Durchfluss ist, kommt der auch raus. Ja, guck mal, der kommt auch raus. Sagt doch, was hier an Durchfluss ist. Also was Geld angeht, das ist schon gut. Da wird wieder irgendwo was angegriffen. Oben ist schon wieder richtig Keilerei. Nimmt ihr die eigentlich nie mit? Ihr das manchmal nicht. Ja, wie gesagt, das müsste man halt wirklich entzerren. Ich weiß nicht. Wie viel passen auf so eine Bank? 1, 2, 3, 4. Also 8. 8 Leute. 3, 4,
Also 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 20, 22. Ich habe gesagt 8, 8, 16, 24, 8, 16, 24. Heißt also ein Block 8 in 24 wären drei Tische. Dann würde ich doch machen. Zwei Blöcke. Ja, zwei Blöcke. Dann wären sechs Tische. Aktuell sind es. Haben zu wenig Tische, kann das sein? Kann es sein, dass wir zu wenig Tische haben? Wir klonen. Und bauen das hier noch. Keine Ahnung. Wir haben einfach zu wenig Tische. Kann es sein, dass die deswegen die ganze Zeit kloppen? Kann es sein, dass die deswegen die ganze Zeit kloppen? Kann ich mir fast vorstellen, aber andererseits auch schon. Wir bauen einfach mal ein paar Tische hier rein. Wenn sie nebeneinander, übereinander, aufeinander sitzen, ist ja kackegal. So, und wir beschleunigen das Ganze hier einmal. Das alles. Ach, kommt denn da alles noch an? Ja, prima. Okay. Hier scheinen aber noch keine. Kann denn da oben schon irgendwas kaputt sein? Ist noch nichts eingebaut und schon alles demoliert oder was? Demolieren jetzt unsere eigenen Menschen schon hier oder andere, unsere eigenen. Oh, ein Ausbruch. Ja, das ist wie gesagt das andere Ziel. Dum, 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 dum. Ich weiß nicht, hier laufen die ganze Zeit die Hunde durch. Ne? Und dass der Hund das nicht findet. Doch durch diesen Block läuft ein Hund. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nicht. Die arbeiten ja bestimmt nicht nur seit einem Tag daran, sondern das ist das, was ich nicht verstehe manchmal. Also, ja. Mache ich da vielleicht noch einen Fehler? Maybe. Hier los. Okay, wie sieht es denn aus? 18% Tagesgewinn, Todesfälle. Auf Bewährung entlassen, rückfällig, 100 Hingerichtete, unschuldig, 0, rückfällig, 8%, denke ich, wirklich ganz gut. Hingerichtete Häftlinge, 0, ja, wir haben nämlich kein Todestrakt. Wir haben noch kein Todestrakt. Auch das ist dann zum Beispiel, deswegen würde ich jetzt eigentlich gerne machen, ich dann sagen, alles klar, dann geben wir uns das jetzt mal richtig. Ich glaube nämlich, auch das könnte damit viel, viel besser laufen. Okay, kann es sein, dass wir wirklich deswegen so viel hatten, weil wir zu wenig Tische hatten? Weil wenn ich jetzt hier rüber gucke, alle Tische haben jetzt Geschirr da liegen. Könnte das wirklich sein, dass wir deswegen so viele Probleme hatten? Da haben. Häftlinge wurden kürzlich grundlos durchsucht. Ist okay. 12 Häftlinge haben. Was haben wir denn hier? Schussmangel? Freiheit? Ja. Ein Beispiel in der Landwirtschaft, im Fight Clubs und in einem Kinoraum. Aha. Nicht denn da irgendwas hinbauen? Nicht dort? Konnte doch da gar kein. Nö. Ich kann einen Snackautomaten hinbauen. Aber der darf eigentlich nicht draußen stehen. Also von daher ist das ja auch hinfällig. Hä? Ich verstehe dieses nicht. Grabstein. Nur im Außenbereich, okay. Ja. Keine Ahnung.
Keine Ahnung, was die von mir wollen. Was ist denn hier schon wieder los? Haben sie Drogen gefunden? Das ist gut. Okay, wie sieht's hier aus? Oh, da kommen schon die ersten. Dick. So. Hatten wir hier? Ne, genau. Da kommen die ersten Servos. Da ist auch noch einer. Hier ist einer. Da ist einer. Hier ist einer. Sonst haben wir noch keine. Nö. Freunde da. Keine weiteren Servus. Nein, jetzt noch nicht. Oh, da kommt einer. Und da steht auch einer. Tür öffnen. Tür öffnen. Hattest du auch ein Servo mit? Ne, die sind am Putzen. Alles gut. Oh, die am Putzen sind, ne? Brauchen wir da erstmal nichts machen. Aber wir würden trotzdem nochmal die zwei Türen, die wir da noch haben, eben verbinden. Und zwar einmal die, einmal die. Dann gucken wir mal kurz rüber. Sonst sehe ich hier nichts. Wie viel Insassen? Wir haben jetzt 212. Ich bin halt die ganze Zeit überlegen, wann wir verkaufen sollen. Das schwirrt gerade die ganze Zeit im Kopf rum. Nicht, weil ich keine Lust mehr habe auf das, aber man hat dann halt ein paar andere Möglichkeiten. Und das ist so, ne, also diese eine Million, die reizt mich halt schon. Und wenn ich das jetzt sehe, wir sind bald bei einer Million. Also, wenn jetzt hier diese Abzüge 50.000 weg sind, dann sind wir schon, dann sind wir bei fast knapp, sind wir bei 900.000. So, und mal ganz ehrlich, so viel ist es nämlich dann wirklich nicht mehr. Und deswegen bin ich gerade so ein bisschen nicht in Zwiespalt. Zwiespalt ist das falsche Wort. Ich bin am Überlegen, machen wir das mit einer Million? Also investieren, also bauen wir jetzt hier nur noch einmal auf und sagen und ab dann Arsch lecken. Und wir starten das Ganze neu. Aber die eine Million hätte ich halt gerne. So. Die eine Million hätte ich gern. Ich weiß, dass ich da noch richtig viele Questen. Also ich kann die ganzen To-Dos, die wir jetzt fertig haben, die kriegen wir halt dann nochmal. Aber wir können dann halt alles ein bisschen strukturierter, bei mir strukturierter natürlich, besser bauen. Heißt also, einen großen Besucherraum. Wir können, ah, wir werden, okay, wir werden hundertprozentig mit einer Million neu machen. Warum das Ganze? Wir können, was ich gerade gesagt habe, wir können hier den Eingang richtig bauen. Ne, das ist ja jetzt eigentlich so ein Behilfsmittel. Ne? Also, wir können den Eingang richtig bauen. Wir können einen großen Besucherraum hier hinbauen. Wir können die LKWs richtig steuern mit dem richtigen Tor. Wir können halt so ein bisschen mehr machen, als wir jetzt machen. Das wird halt ein Hochsicherheitstrakt. Wie ich eben schon gesagt habe, kleinere Räume, eine große Küche und kleinere Räume hinbauen. Dass zum Beispiel die Küche hier unten wäre, so, und dann pro Slot, also pro Dingsbums, immer eine Kantine darunter ist. Also sowas. Dass hier überall mal Lichter sind, dass es ein bisschen hübscher aussieht. Wir werden auf jeden Fall mit einer Million Ganze neu starten. Also jetzt ist das Ziel auf jeden Fall eine Million. Wir starten neu. Und vielleicht ist es ja auch schon in dieser Folge soweit, dass wir sagen, okay, wir haben jetzt die Million. Ab die Fahrt. Ich glaube zwar noch nicht dran, dass wir das jetzt schaffen. Vor allem nicht. Na, ich glaube nicht dran. Wir müssten ja jetzt noch relativ viel da schaffen und das sieht für mich gerade nicht danach aus. Wir gucken, wir haben jetzt 890.000. Bin halt am Überlegen, ob wir es jetzt einfach machen sollten. Ich bin gerade am Überlegen, ob wir es jetzt einfach machen sollten. Mal ganz ehrlich. Einfach jetzt gleich verkaufen und dann ab die Fahrt. Aber ich würde halt, huch, ich würde halt gerne eigentlich, nicht eigentlich, ich würde gerne eigentlich,
Kann man irgendwie an diese Tür ran? Hallo? Ich würde halt gerne diesen Block noch fertig bauen, weil dieser Block dürfte die Million sein. Deswegen lassen wir mal weiter vorlaufen. Wir lassen mal weiter vorlaufen. Ich bin interessiert und das ist wieder mein immer das Problem bei mir ist, immer wenn ich interessiert bin an irgendwas, dann bin ich halt interessiert und das heißt eigentlich, dass ich das irgendwie schaffen möchte. Hör auf. So, wir gucken mal ganz kurz. Wir können wieder eine auf jeden Fall verbinden, habe ich gerade gesehen. Und zwar die, die wir gerade aufgemacht haben. Sonst sieht es nicht so aus. Okay. Dip, 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 dip. Wir könnten noch die. Warte. Nee, die können wir nicht mehr holen. Okay, wir haben jetzt die 900.000. Wisst ihr? Genau, wir machen das jetzt so, wie ich gesagt habe. Wir werden jetzt hier genau den Cut machen. Und zwar. Wir werden jetzt hier verkaufen. Und zwar, wir werden jetzt auch ein paar andere Sachen machen. Und das werden wir jetzt noch. Nee, das werden wir jetzt nicht in dieser Folge tun. Das werden wir in der nächsten Folge tun. Heißt also, wir werden in der nächsten Folge. Wir werden in der nächsten Folge uns hier ein bisschen austoben. Und werden. Und werden. Das Ganze neu starten. Entschuldigung, ich habe mir ein bisschen gerade hier durchgelesen. Also, wir werden auf jeden Fall groß starten. Wir werden vielleicht ein paar andere Uniformen machen. Beispiel hier Wüstenuniform, finde ich cool. Genau, also wir werden gleich mal ein bisschen spielen. Okay, also das bedeutet, wir machen genau hier den Cut. Ich sage vielen, vielen Dank fürs Einschalten und Zuschauen und wünsche euch nur noch einen angenehmen Tag und vielleicht sieht man sich in der nächsten Folge, wenn ihr denn Lust habt. Bis dahin, tschüss.